Hallo zusammen, unsere angegebenen Energiewerte von dieser Kühlbox sind falsch. Wir haben noch die alten Energiewerte drin, im Katalog, auf der Homepage und so weiter. Und wir sind ja am Umstellen auf den BD80 Kompressor, der mit natürlichem Kältemittel geht. Und das Kältemittel R290 ist besser bei hohen Temperaturunterschieden. Und aus diesem Grund braucht die Kühlbox bei niedrigen Temperaturunterschieden, also 5 Grad innen, das ist Norm, und 25 Grad außen, das ist so ein alter DIN-Wert, hat die Box früher, also die alte Version mit dem R134A, 129 Wattstunden pro Tag verbraucht. Und neu sind wir bei 136 Wattstunden. Haben wir aber eine höhere Außentemperatur von 32 Grad außen, hatten wir früher einen Energieverbrauch von 286 Wattstunden und heute sind wir bei 203 Wattstunden. Wir schauen jetzt mal an, was unser Mitbewerber hat, und da bin ich auf Erstaunliches gestoßen. Ich bin hier auf der deutschen Seite der Firma Dometic und wir sehen auch hier, der Preis ist mit knapp 900 Euro der Preis, und wir gehen dann nach unten und hier haben wir dann Eigenschaften. Da steht nichts Besonderes. Wir haben hier technische Daten. Das ist dann die CFX345 mit auch 46 Liter Inhalt wie unsere Box. Dann Bewertungen auf ihrer eigenen Homepage. Facts, das ist auch nichts. Und hier noch weitere Sachen, aber ich finde keinen Energieverbrauch mehr. Ich finde nur hier oben das Energielabel C und die Erklärung, aber hier drauf sehe ich keinen Energieverbrauch auf 12 Volt, sondern ich sehe hier nur den Energieverbrauch im Jahr. Das ist dann mit 41 Kilowattstunden pro Jahr angegeben. Und dann gehe ich hier auf die Schweizer Seite. Das ist auch die CFX3. Preislich ist sie hier höher, obwohl der Schweizer Franken wesentlich mehr Wert hat und in Deutschland haben wir viel mehr Mehrwertsteuer. Und hier gehe ich dann runter. Irgendwann kommt es. Hier bei den Spezifikationen. Das ist die gleiche Box. Und hier haben wir die Performance. Und hier habe ich wieder den gleichen Energiekonsum, 41 Kilowattstunden pro Jahr. Ich habe das hier aufgeschrieben, die CFX3. 45, die hat eben 41 Kilowattstunden pro Jahr. Das sind dann durch 365, sind das 0,112 Kilowattstunden pro Tag. Oder auch 112 Wattstunden pro 24 Stunden, was auch ein Tag ist. Auf AC. Und hier haben wir den Energieverbrauch auf DC bei 5 Grad innen, 25 Grad außen. Dieser Wert ist angegeben 0,49 Kilowattstunden pro 24 Stunden. Das ist auch sehr wenig. Und wenn wir das dann umrechnen, dann sind das 490 Wattstunden pro 24 Stunden.
Ich habe euch vorher gesagt, unsere Box braucht bei dem Wert 136,8 Wattstunden pro 24 Stunden. Und unsere Box braucht bei 5 Grad innen und 43 Grad außen knappe 300 Wattstunden pro 24 Stunden. Wir gehen hier nochmal zurück und sehen, gemäß EU-Klassifizierung ist diese Box C. Also diese Box braucht jetzt viermal weniger Strom als die Angaben von Dometic auf ihrer Homepage. Könnt ihr nachkontrollieren, aber ihr müsst auf die Schweizer Seite, weil auf der deutschen Seite sind keine Energieverbrauchszahlen mehr drin. Warum, kann ich euch nicht sagen. Klar, diese Box ist extrem dick isoliert. Sie hat eine vernünftige Deckeldichtung. Und sie braucht halt nach den gleichen Messwerten viermal weniger Energie als die Dometic mit dem gleichen Inhalt. Wir haben auch ein Energielabel, und zwar diese Box ist nicht energielabelpflichtig. Wir haben ja, habe ich schon ein paar andere Videos gemacht, diese Energielabel ist eine Geldmacherei. Das kostet richtig Knete, wenn ihr so ein Label haben wollt. Und wir haben uns entschieden, wir gehen davon weg. Wir machen kein Netzgerät mehr innen drin, weil sonst muss ich bescheißen. Und ihr habt vorher gesehen, diese Werte, Dometic braucht auf 2AC, 230, wesentlich weniger Strom, weder auf 12 Volt, was ich mir absolut nicht erklären kann, und ich mache jetzt so Kühlboxen seit 30 Jahren. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Also ich weiß es, weil die Box wird da als Kellerfach gerechnet mit sehr vielen Werten, und ihr könnt auch diesen Wert nicht nachmessen. Das ist so gewollt von der EU, dass der normale Bürger das nicht nachmessen kann. Vielleicht habt ihr Erfahrung gemacht, wenn ihr so eine CFX3 habt, was habt ihr für Stromverbräuche? Kommt ihr hin mit diesem Stromverbrauch, mit dem Dometic Werbung macht, dass sie die Energieklasse C erfüllen? Mit 490 Watt. Wir brauchen viermal weniger und haben kein Energielabel. Dafür wissen wir, was wir bauen. Und vor allem, diese Box ist jetzt mit natürlichem Kältemittel verfügbar. Die anderen Boxen werden jetzt auch diesen Winter umgestellt. Sie kommen. Weil wir haben mit den Zollbehörden, vorwiegend in Deutschland, massiv Probleme. Jedes Jahr müssen wir wieder belegen, dass wir noch immer 134a verwenden dürfen in diesen Boxen. Irgendwann wird es fertig sein, und ich denke, jetzt stellen wir um. Kostet zwar Geld, ihr seht auch die Box, wir haben es vorher gesehen, die kostet 625 in der Schweiz. Und in Deutschland kostet sie mehr, da kostet sie etwa 10% mehr, weil wir importieren diese Boxen aus China, wie die Dometic auch. In der Schweiz haben wir kein Zoll. Wir haben Zollfreihandelsabkommen mit China. Das heißt, wenn wir nach China liefern, haben wir keinen Zoll, und umgekehrt auch nicht. Und dann, wenn wir die Box von hier, das ist der Preis mit 7,7% Mehrwertsteuer. In Deutschland haben wir 19% Mehrwertsteuer auf diesen Boxen. Das heißt, rund 10% mehr. Zwar dann ist die Weichwährung Euro ja auch nichts mehr wert. Die fällt jetzt wie ein Stein. Und dann kommt es dazu, dass wir auf diesen Boxen, wenn wir die nach Deutschland einführen, noch Zollgebühren bezahlen. 2,5%, wenn es ein Haushaltsgerät ist, 4,5%, wenn es ein
Fahrzeugteil ist und 8%, weil es ein ölbefülltes Maschinenteil ist, was wir hoffentlich nie zahlen müssen. Ja, ich verlinke euch hier das mit dem Energielabel und ich verlinke euch hier unten das mit der Weichwährung Euro. Und irgendwann muss ich diese beste Kühlbox, die ich euch hier verlinke, wieder mal neu vorstellen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.